zeige euch heute mal was, was ihr sonst immer im Hintergrund seht, wenn ich filme. Und zwar sind das diese Kommoden hier. Und ich zeige euch hier diese eine im Besonderen. Das ist nämlich meine Kosmetikaufbewahrung. Ich habe die Kommoden bei IKEA gekauft für jeweils 20 Euro. Das sind die Rastkommoden. Die sind aus Massivholz und sind eben holzfarben. Und ich fand das nicht so schön und habe die lasiert in weiß und habe andere Griffe dran gemacht, wie ihr sehen könnt. An diesen Rastkommoden sind normalerweise diese ganz normalen, wie ich finde, nicht so hübschen, knubbeligen Holzgriffe dran. Und ich habe die dann ausgetauscht. Und ja, so. Also so sieht es von Weitem aus. Und ich hole euch jetzt mal näher ran und zeige euch alles im Detail. Ich habe hier auf der einen Seite Body Splashes, die ich ja heiß und innig liebe. Die meisten davon, beziehungsweise diese 6 hier sind von H&M. Das hier ist relativ neu. Das gibt es jetzt auch gerade noch. Ich finde es total lecker. Dann habe ich hier im Hintergrund meine Body Lotions. Hier vorne habe ich auch nochmal so eine von Beautylicious Candy Apple. Riecht super lecker. Die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Dann habe ich hier nebenan steht noch eine. Diese hier, die hat mir Nadine geschenkt. Und dann geht es auf der Seite weiter. Ich habe hier meine Parfums stehen. Hier geht es noch ein bisschen weiter mit Body Lotions. Und hier auf der anderen Seite seht ihr einmal meine ganzen Gesichtspflegesachen und Deos. Und hinten steht noch ein kleiner Spiegel, den benutze ich immer, wenn ich Schminktutorials drehe. Dann geht es los mit der obersten Schublade. Ich hoffe, das wackelt jetzt nicht allzu sehr. So, einmal kurz einen Überblick. Ich habe hier hinten Taschentücher, dann habe ich hier noch so eine Packung hübsche Taschentücher, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe und irgendwie nie verbrauche, weil sie so hübsch sind. Dann habe ich hier mein Backup Balea pflegende Reinigungstücher und hier habe ich so Produkte, die ich nicht so oft benutze. Das ist einmal hier ein Sonnenspray, dann Kontaktlinsen, Reinigungszeugs, hier ein Autan gegen Mücken. Hier habe ich auch noch unbenutzt so ein Peeling-Handschuh und so ein Schwämmchen zum Duschen. Das da ist eine selbstgemachte Body Butter. Hier habe ich noch nicht aufgemacht meine BB-Cream, weil ich noch eine in Gebrauch habe. Hier in diesem kleinen Container habe ich Seifen. Einmal meine Chorus-Seife, die war mal in einer Glossybox drin. Dann habe ich hier ungeöffnet noch zwei Clinique-Seifen fürs Gesicht und dann hier so ein kleines Päckchen. Ich glaube, das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Und auf dieser Seite, in diesem kleinen Container, habe ich alle Nagelsachen, die nichts mit buntem Nagellack zu tun haben. Also hier sind so Basecoats drin, Topcoats, dann hier von Elf so ein Nagelpflegestift, Nagelfeilen, hier so ein, was ist das, ein Remover-Pen. Und ja, bei meinen bunten Nagellacke habe ich woanders, das zeige ich euch dann auch nochmal. Hier sind eben alle Sachen drin, die nicht bunte Nagellacke sind. In der zweiten Schublade habe ich hier auf dieser Seite meinen Epilierer mit Rasieraufsatz. Ich habe den Brown Silk Peel 7, den finde ich ziemlich gut, den kann man nass und trocken benutzen. Dann habe ich hier noch so Zubehör, da ist so ein Standfuß zum Beispiel drin, den ich nicht benutze, weil ich den immer so auflade. Dann hier, fragt mich nicht, warum ich Kaltwachsstreifen von Balea habe. Ich habe sie irgendwann mal gekauft, aber ich benutze überhaupt keinen Kaltwachs. Dann habe ich hier Rasiererzeugs, also nochmal ja, Rasierklingen zum Austauschen. Und das hier war mal ein ganzer Packen Einmalrasierer, die ich irgendwann gekauft habe, weil ich, glaube ich, verreist bin, meinen Rasierer vergessen hatte, nur einen gebraucht habe, wie auch immer. Also wahrscheinlich war ich da mal auf einem Wochenendtrip und habe einen Rasierer gebraucht. Und jetzt habe ich ganz viele, weil es die nur im Riesenpacken gab. Dann habe ich hier die sämtlichen Proben, die man ja immer mal so beim Einkaufen bei Douglas oder so dazu bekommt, das ist gemischt. Das sind sowohl Parfumproben, wie ihr hier sehen könnt, dann hier von Clinique Seifenproben, die ich tatsächlich auch benutze. Ich weiß nicht, wie viele ich davon hatte. Ich glaube, ich hatte ungefähr 5 und habe 3 jetzt auch schon aufgebraucht. Und ja, hier BB Cream und was haben wir hier noch von Coral's, ein Duschgel. Also alle Sachen, die ich dann mal nach und nach aufbrauchen sollte. Und hier habe ich Sachen, die sich gut dazu eignen, wenn man verreist und ein paar kleinere Sachen mitnehmen möchte. Einmal von Ebelin halt so ein
30er-Set Wattepads, dann eine kleine Zahnpasta und ein kleiner Nagellackentferner und von Clinique so eine winzige kleine Augencreme und hier noch ein kleines Gesichtswasser von Réval de Loup und eine Mini-Zahnbürste zum Zusammensetzen, ein Bauset. Dann habe ich hier drüben noch eine Kosmetiktasche von Clinique, die leer ist. Und hier zu guter Letzt, das hat mir Ariana mal geschenkt, das ist von Gaultier, von dem Parfum Fragile, von meinem Lieblingsduft, so ein Body-Shimmer-Zeugs. Sehr, sehr hübsch. So, weiter geht es mit der dritten Schublade. Da habe ich meine Haarsachen drin. Ihr seht einmal hier drei kleine Haarsprays, die ich mir gerne in die Handtasche tue, wenn ich unterwegs bin. Hier eine Haarcreme, die ich früher tatsächlich mal benutzt habe, aber irgendwie jetzt nicht mehr. Dann habe ich hier im Backup zwei Haarsprays. Dann hier so eine kleine Kosmetiktasche. Da ist aller möglicher Kleinkram drin. So eine kleine Haargummis. Noch nicht ausgepackte, noch nicht benutzte Haarklammern. Und das, was ihr hier seht, das sind so Haarbänder. Also hier, das ist so eins mit so einem Draht drin. Und ja, hier ist noch so ein Leo-Haarband. Eben alle möglichen Kleinkramsachen. Hier hinten sind zwei Produkte, die ich absolut nicht benutze. Ganz ehrlich, ich frage mich gerade, ob Tommy das vielleicht sogar hier gelassen hat. Mir sagt das gerade so gar nichts. Ja, also irgendwas von Shockwaves und von H&M so ein Wachs, was es auch schon lange nicht mehr gibt. Hier drin sind Haargummis und kleine Haarklemmen, also Sachen, die so klein sind, dass ich sowas verliere. Deswegen habe ich sie da mal reingetan. Dann hier, das ist meine aktuelle Haarfarbe, mit der ich färbe. Ich bin ja schon nicht mehr gar so 20 Jahre alt und muss tatsächlich meine Haare färben, weil sie grau sind. Und also natürlich sind sie nicht komplett grau, aber ich habe einige graue Haare. Und die Farbe, mit der ich färbe, heißt Kühles Graphitbraun von Schwarzkopf. Dann habe ich hier alle möglichen Haaraccessoires, also so Haarschmuck. Das ist einmal hier so ein kleines Blümchen, das liebe ich über alles, halt einfach hinten mit so einer kleinen Haarklammer dran. Das hier sind Festinator, die ich mal selber gemacht habe. Also so, ja, im Prinzip wie so kleine Mini-Hütchen. Die habe ich mal für ein Fotoshooting gemacht. Den hier, den hatte ich, glaube ich, mir mal zu Silvester gemacht, weil ich ein Kleid hatte, was schwarz und rosa war. Ja, Schleifchen gebunden und hinten einfach eine Haardadel rein. Sieht auch immer ganz niedlich aus. Das hier sind dann wieder gekaufte Blümchen von H&M und wo auch immer her. Und hier ist auch nochmal so ein ganzer Packen von diesen Fascinators. Da hatte ich mal für ein Shooting wirklich für jedes einzelne Kleid irgendwie so ein passendes Dingens dazu gemacht. Ja, meine Lieben, das war es. Ich sortiere dann mal alles wieder ordentlich zusammen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, meine Lieben. Tschüss.